Dann haben wir die Aufnahme auch gleich direkt drin. Ja. Und Kirchenlinie 849. Lassen wir mal die Fahrgäste mit rein. Mit einsteigen. Moin, moin. Guten Morgen. Guten Abend. Ich weiß nämlich nicht, wie der Fahrplan ist. Ich weiß nicht, wie wir fahren. Ich weiß nur, das sagen viele, auch bei mir, wo ich auf Facebook mal gelesen habe, ein straffer Zeitplan. Ob er das so wird? Schauen wir doch mal. So, was haben wir oben? Jawohl, ist auch okay. Ja. So. Die Nachtlummer geht am Steuer heute Morgen, ne? So, wie viel haben wir noch? 6 Minuten. Aber hallo. Ups. Diese Alt-Taste. Wisst ihr, was ich verwechselt zwischen beim LS und OMSI? Die Alt-Taste anziehen. Hier ist die Umschalt-Taste. Ich verwechsel die jedes Mal. Ich werd auch nicht jünger, aber. Naja, egal. Alt und stutzig, ne? Alt und stutzig. So, Abfahrt. Achso. Ich vorstellen, der Montagmorgen, hier wärst du lost mitgenommen. Oh mein Gott. Auf geht's. Sag mal, das Park-and-Ride-System wäre doch auch was für Alheim, oder? Nächste Haltestelle. Herrenhof, Gewerbepark Nolching. Parkplatz. Noll. Ach, der liebe Patrick sehe ich im Bildschirm. Grüße gehen raus, mein Lieber. Viel Spaß. Weiterhin im Dienst. Na. Aber das wäre wieder was, wo ich sagen könnte, ja. Schönes Park-and-Ride-System. Das müsste für Alheim V5 rauskommen. Da ruckelt und zuckelt das. Hallo. Moin. Ach, mir kriege ich schon wieder So kommen die Verspätungen rein. So ein Sonntagsfahrer hier. Ja. Man könnte eigentlich sagen, es ist schon die Vorbereitung für Städtedreieck, wa? Auch, ja. Vorbereitung für Städtedreieck, dann hast du eine niedrige Hemmschwelle, wenn du dann einfach mal so um die Städtle fährst. Und wie gesagt, die Fahrgäste hier, die müssen auf jeden Fall immer ein Stückchen Schokolade dabei haben, ne? Wenn es nämlich heißt, wenn Manfred meckert, ne? Das Manfred Jahr sei Schocke bekämmt. Oh je, oh je. Ein Manfred haben wir ja schon drin.
Ah, der Schwertsprit von heute Morgen, ey. Jawoll. Moin. Hallo. Guten Tag. Ja, grüezi. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ach, sehr vorgenehm. Sehr vornehm hier. Fast ein bisschen gehässig hier, ha? Naja. Aber was soll's, so muss es. Da muss man durch. Auch ein schöner Pausenplatz vor der Garage. Ja, da gibt's schon ein paar. Nächste Haltestelle. Herrenhof, Moritz-Hallstraße. Jawohl. Es gibt einen einzelnen DAF und es gibt einen Sattelschlepper mit Hänger. Sehr schön. Das ist doch mal was Tolles. Das müssen die nur noch auf der Straße fahren. So. Auch noch schön ein paar Paparazzi-Bilder. Noch jemand mit? Ja. Abfahrt. So. Oder wir könnten doch eigentlich zwei Folgen Stelle Dreieck aufnehmen, oder? Wie, was meint ihr? Nächste Haltestelle. Herrenhof, Bärblinger Weg. All the babbling away. Ah. Sagen wir aber kein Sächsisch, das haben wir genauso das Problem. Aber gefällt mir. Moin. Ja, Manfred, ne? Ja, Tag. Ja, na gut. Ja, da steht immer noch einer und das siehst du nicht. Und ich hoffe, dass ich mich heute wenigstens mal nicht verfranz, ey. Franz mit Verfahren, hm? Ist mir doch auch schon mal passiert. Nächste Haltestelle, Herrenhof, Westkirche. Aus der Cash im Dorf, im westlichen Golf. Ja, moin. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ach, das ist aber lieb. Naja. So. Ah, wir hatten gestern am Sonntag. Nächste Haltestelle. Herrenhof. Altenheim, März. Gut. Ja, am Sonntagabend habe ich mit meiner Freundin haben wir noch James Bond Quantum Trost angeguckt. Ja? Ein Fünkchen Tröst, ja. Aber, naja. Wir sind dann beide einfach während dem Film dann einfach eingeschlafen. Weil wir gestern noch so kaputt waren. Wir haben dann noch die Zeitung ausgetragen, wir hatten dann noch hier noch alles klar Schiff gemacht, wo der Johannes dann gefahren ist, also Johannes LP,
falls ihr mal gerne auf seinen Kanal vorbeischauen wollt, er macht nämlich auch Omsi 2 Videos und hat nämlich auch Hohenkirchen vorgestellt, also schaut auch gerne mal. Pinchen. So, warum mache ich eigentlich die Tür auf, wenn ich die Tür zumachen will? Junge, sie sind so lost heute. Gibt's gar nicht. Aber wisst ihr was, auch obwohl es ein straffer Fahrplan ist, ne? Hast du hier mit dem Bus immer die perfekte Möglichkeit aufzuholen. Oder im nächste Haltestelle, Herrenhof, Südbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr. Du bleibst im Fahrplan mit dem Bus. Du bleibst mit diesem Bus im Fahrplan. Also. Ja, danke schön, KI. Hätte schon mal warten können. Ei, da kommt kein Bus entgegen. Ich kann fahren, ne? So ist es doch schon. Sicher, dass kein Manfred im Bus ist. Irgendwie komme ich mir vor, als wäre ich der Manfred. Digga, fetter Busfahrer. Wurde ich schon bezeichnet. Naja. Jetzt mal noch meine Kilos gehen, naja. Ah, wir warten natürlich noch auf euch. Hallo. Hallo. Ja, 30. Das wird schon lange. So. 30er Zone, ja. Grün? Nein. Nächste Haltestelle, Herrenhof, Rheinfelder Straße. Ach ja. Man könnte ja sogar auch noch das mit dem, wie heißt er? Von den Netofen von O560er Busse, ne? Wenn man das so, wenn man meint, hier so einen kleinen Reisebetrieb aufzumachen, wären diese Busse für die Karte auch ganz schön schick. Ich meine, wenn man so die Repaints mal betrachtet, ne? Von den Bussen, die hier rumfahren, ist ja gar nicht mal so schlecht. Moin. Weil die C2 Busse jetzt hier, die sind zwar, die, wie nennt man es, unsere, naja, das Modell ist halt bei uns hautfest, fester Bestandteil. Nächste Haltestelle, Herrenhof Kulturmuseum. Das ist aber schön, dass ihr ein Kulturmuseum habt. Ah, ein Kulturmuseum. Oh. Sorry, ich bin heute mal wieder ein bisschen. Ich hab noch nicht mal eine vierte Tasse Kaffee. Ja, so hält man eine KI auf. Kommt sowieso keiner. Ich will gar nicht wissen, wie es auf Ding wird. Auf Weltdreieck. Da haben wir ganz bestimmt wieder.
Ja, also, was will ich eigentlich noch sagen für diese Woche? Wenn wir morgen uns das anschauen, den Bus, der dann noch mitgeliefert wurde. Also ich werde mir heute Abend die PDF-Datei noch mitnehmen, weil ich habe immer mein Tablet dabei, dass ich bloß keine Videos von euch verpasse. Ja. Und dann lese ich mir das Ganze einfach mal durch. Warum fährst du nicht? Ach. Voll. Aber hier. Schönes Repaint. Hell. Hab da was dahinter gesagt. Ich hab da noch einen anderen Kollegen, der muss vorbei. War ein Panzer und kein Bus. Der braucht halt so, auch halt seinen Platz. Was denken die sich da eigentlich immer? Dass die meckern, ey. Busfahrer sind auch noch Menschen. Haltestelle, Herrenhof, Dorngasse. Oder wollte alle aussteigen? Habe ich auch kein Problem mit. Kann ich auch Feierabend machen. Ja, aber es war, muss ich sagen, heute Morgen auch eine schöne Erfahrung, auch mal wieder mit der Straßenbahn zu fahren. Ich sage immer, jede Fahrt ist was Besonderes. Schön RNV. Ja. Aber so wie ich heute Morgen auch gefahren bin um die Uhrzeit, war auch recht wenig los. Also. Nächste Haltestelle, Herrenhof Elisenweg. War auch sehr wenig unterwegs, sehr wenig los gewesen eigentlich, weil ich dachte, okay, ja, wäre schon ein bisschen mehr los gewesen. Udo und Hetz nicht gesehen, oder zumindest die, wo halt da auf meinem Hauptbahnhof halt unterwegs sind, aber ich muss sagen, es war sehr angenehm. Guten Tag. Und wenn es die Woche halt klappt, dann bin ich halt öfter, mache ich das halt mal öfters. Deswegen sage ich ja. Ende. Meine Freundin behält ihre Wohnung, ich behalte meine Wohnung und da hast du halt viel mehr Möglichkeiten, was zu machen. Nächste Haltestelle, Kiliansroda. So, was sind denn die Blitzer? Wo sind die Blitzer? Ich brauche ein schönes Foto. Von mir ein schönes schwarz-weiß Foto. Oh, geil. Wir merken, die Traktionskontrolle macht schon wieder Probleme. Boah, was ist das denn jetzt hier? Das ist ein Bus, der hier fährt. Haben Sie das vergessen? Sonst muss ich gleich jemanden auspacken, der.